Mein Name ist Michael Weckenbruck. Ich arbeite als Lehrer an den gewerblich-berufsbildenden Schulen in Nordhorn. Ich habe mich sehr früh entschieden, Tischler zu werden, weil ich diesen Beruf einfach toll finde. Und ich versuche, meinen Schülern das auch entsprechend rüberzubringen, dass es ein sehr kreativer Beruf ist, mit dem man sehr viel erreichen kann. Nicht nur für den Betrieb, sondern auch für sich selber. Das erste Lehrjahr bestreiten unsere Schüler in Vollzeitschulform. Das ist die Berufsfachschule Holztechnik. Wir arbeiten dort sehr stark praktisch, aber natürlich auch theoretisch. Und unsere Schüler bekommen die Grundlagen für ihre Ausbildung. Zugangsvoraussetzung für die Berufsfachschule Holztechnik ist ein Hauptschulabschluss. Man kann aber mit Abschluss der Berufsfachschule Holztechnik, also nach einem Jahr, noch weiteren Schulabschluss erreichen, zum Beispiel den erweiterten Sekundarabschluss 1, den Realschulabschluss. Den erweiterten Realschulabschluss. Wir arbeiten in der Holztechnik eigentlich sowohl traditionell mit Handwerkszeugen, Stecheisen, Hammer, Säge und so weiter. Aber unsere Schüler werden schon sehr früh auch an die neuen Technologien herangeführt. Und unsere Schüler kommen eigentlich aus allen Bereichen. Wir haben auch Schüler, die als Quereinsteiger bei uns einsteigen, Umschüler. Wir haben Schüler, die ein Studium probiert haben, dann aber festgestellt haben, dass sie doch lieber praktisch arbeiten. Der Beruf des Tischlers bietet unheimlich viele Möglichkeiten. Und die Ausbildung ist sehr vielseitig. Wir haben wunderschöne Möglichkeiten, kreativ mit unterschiedlichen Materialien umzugehen. Holz ist da nur ein gewisser Teil. Wir nennen uns ja auch Holz- und Kunststoffverarbeitendes Handwerk. Es geht aber deutlich über diese beiden Materialien hinaus. Wir können ganz tolle Materialkombinationen dort auch sehen. Und wenn ich unsere Gesellenstücke und unsere Meisterstücke zum Beispiel beobachte, kann ich mich jedes Mal wieder darüber freuen, welche Kreativität, welcher Ideenreichtum dahinter steckt, was diese jungen Leute so für sich dann auch schaffen.